Im Topspiel des 11. Spieltags der Rugby-Bundesliga empfing die in orange gekleidete RG Heidelberg den deutschen Vizemeister Heidelberger RK. Vor ca. 800 Zuschauern im eigens für die Länderspiele der Nationalmannschaft in 1000 Stehplätze erweiterten Fritz-Grunebaum-Sportpark ging es für die beiden Teams um einiges. Die RG Heidelberg benötigte mindestens einen Punktgewinn, um die Tabellenführung über die Winterpause zu retten. Der Heidelberger RK benötigte gar einen Sieg, um auf einen der vier begehrten Playoff-Plätze zu überwintern. Das Duell der beiden Straßennachbarn ist zugleich auch ein Duell der beiden Trainer. Die RG Heidelberg wird vom deutschen Nationaltrainer Rudolf Barzi Finsterer betreut, während der Heidelberger RK mit Murray Archibald einen internationalen Top-Trainer in seinen Reihen hat, der unter anderem auch für die Betreuung der Rugby-Akademie und für die deutsche U19-Nationalmannschaft zuständig ist. Es waren die Gäste vom Heidelberger RK, die den besseren Start in diese Partie erwischten. Daniel Armitage, der mustergültig vom jungen Verbinder Karlin Hemstra bedient wurde, riss ein gewaltiges Loch in die Verteidigung der RG Heidelberg und die Stürmer des Heidelberger RKs verstanden es geschickt, diesen Ball zu behaupten. Es war erneut Hemstra, der den überragenden Peter Jordan bediente, der zu einem seiner unwiderstehlichen Soli ansetzte und den Ball weit in die gegnerische Hälfte tragen konnte. Zwar gelang es der Heimmannschaft mit vereinten Kräften, ein Einlaufen Jordans in ihrem Mahlfeld zu verhindern, doch es war der baumlange Julio Rodriguez, der HRK-Neuzugang Tim Gehasten mustergültig bediente, sodass der Nationalspieler auch vom herbeistürmenden RGH-Kapitän Mustafa Güngör nicht mehr am Einlaufen im RGH-Mahlfeld gehindert werden konnte. Dieser Tim Kasten hatte noch 2008 mit der RG Heidelberg im Endspiel um die deutsche Rugby-Meisterschaft gestanden und war 2006 und 2007 sogar deutscher Meister mit den Orangen geworden. Somit stand es 0-7 aus Sicht der Heimmannschaft und das nach nur 4 Minuten Spielzeit. Unter den Fans der RG Heidelberg machte sich die bange Frage breit, wie es ihrem Team gelingen würde, diesen frühen Rückstand zu verdauen. Es war der junge Verbinder Fabian Heimpel, der mit zwei formidablen Straftritten das Team zurück ins Spiel brachte. Einer davon von der Mittellinie und der zweite, den wir hier sehen, aus gar 60 Metern. In der Mitte der ersten Halbzeit waren es die Gäste vom Heidelberger RK, die größeren Spieleinteile hatten und immer wieder gefällig zu kombinieren wussten. Anders als von vielen vor der Partie erwartet, zog der Heidelberger RK nicht sein gewohntes sicheres Kickspiel auf, sondern suchte die schnellen und riskanten Passangriffe mit der Hand. Der glänzend aufgelegte Gedrängehalb und Kapitän des Heidelberger RK, Sean Armstrong, setzte seine Stürmer in der Mitte des Feldes immer wieder mustergültig in Szene und auch die Hintermannschaft des Heidelberger RK verstand es geschickt, große Lücken in die Verteidigung der RG Heidelberg zu reißen. Hier ist es der junge Nationalspieler Anjo Buckmann, der mit einem lehrbuchmäßigen Sidestep Gedrängehalb Mustafa Güngör stehen lässt und zu einem langen Sprint über das Feld ansetzt und nur unter der Aufbringung aller Kräfte von der RGH-Verteidigung gestoppt werden kann. In einer Phase, in der sich beide Mannschaften im Sturm nahezu neutralisierten, gelang es der RG Heidelberg nach einer mustergültigen Kombination nach dem Gedränge den Weg ins Mahlfeld der Gäste zu finden. Dieser Spielzug hatte seinen Ausgang in einer Aktion von Mustafa Güngör, der nach einer tollen Kombination mit Schachtner und Heimpel wieder in Ballbesitz kam und den herbeieilenden Außendreiviertel Konstantin Hocke so bediente, dass dieser von den HRK-Verteidiger nicht mehr gestoppt werden konnte und unter dem großen Jubel der RGH-Zuschauer ins Mahlfeld der Gäste eintauchen konnte. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang es der RG Heidelberg, erneut Akzente zu setzen. Der junge Außendreiviertel Bastian Hummer setzte mustergültig hinter einem eigenen Hochkick nach. Der große Druck der RGH-Verteidigung führte dazu, dass Peter Jordan ein Kick über den Schlappen rutschte. Die RG Heidelberg konnte den Ball zurückerobern. Nach einem Pass von Innendreiviertel Patrick Schachtner versuchte Routinier Jeff Tigere die Verteidigung des HRK zu durchbrechen. Er konnte nur unter Aufbringung gemeinsamer Kräfte vom HRK gestoppt werden. Dann kam der Ball zu Güngör. Dieser versuchte sein Glück mit einem kleinen Hochkick. Jordan war zuerst am Ball, doch wieder war es die RG Heidelberg, die in der Verteidigung enorm Druck machte. Der Ball kam zu HRK-Gedrängehalb Sean Armstrong. Dieser tanzte mehrere RGH-Verteidiger aus. Es sah schon so aus, als hätte sich der HRK aus der höchsten Not befreien können.
Biskupek gegen Dinja, der nur im Nachfassen tackeln kann. Wieder ist Armstrong am Ball. Doch Kehoma Brenner, selbst einmal Kapitän des Heidelberger Ruderclub, kann den Kick von Armstrong blocken. Es ist Bastian Himmer, der am schnellsten schaltet und im Mahlfeld des Ruderclub ablegen kann. Hier sehen wir den geblockten Kick von Brenner. Himmer ist zur Stelle. Der Sohn des Bundesliga-Schiedsrichters lässt Nationalmannschaftsprop Patrick Schliever aussteigen, setzt zu einem seiner Sprints an, legt sich den Ball vor. Armstrong versucht, Himmer noch am Einlaufen ins Mahlfeld zu hindern. Der Ball wird immer länger, bleibt aber kurz vor der Mahlauslinie liegen und so kann Himmer ohne Bedrängnis auf den Ball tauchen und zum Stand von 21:13 aus Sicht der Heimmannschaft erhöhen. Zu Beginn der zweiten Hälfte spielt die RG Heidelberg in Unterzahl. Sturmführer Tim Kohli erhielt eine gelbe Karte nach einem taktischen Foul. Trotzdem können die Orangenen ihren eigenen Gasseeinwurf sichern. Über mehrere Phasen gelangt der Ball zu Christopher Weselek. Güngör ist zur Stelle und bedient den herbeieilenden Hakler Mohamed Kabir. Dieser wird von mehreren HAK-Verteidigern gestoppt, doch die RGH recycelt den Ball. Güngör findet die Lücke in der HAK-Verteidigung. Schöner Kick. Schluss, Thorsten Wiedemann verliert den Stand und es ist wieder Konstantin Hocke, der am schnellsten schaltet und zu einem weiteren Versuch für die RG Heidelberg ablegen kann. Hier sehen wir Wiedemann, der dem Ball nacheilt. Auf dem rutschigen Untergrund scheint er das falsche Schuhwerk gewählt zu haben. Der Ball dobst für ihn unglücklich. Hocke eilt herbei und muss nur noch ablegen. Fabian Heimpel ist auch mit dieser schweren Erhöhung von ganz außen erfolgreich und somit lag die RGH erstmal komfortabel in Führung. 2 Minuten später kann der HAK immer noch in Überzahl den Ball knapp am Gedränge behaupten. Die Stürmer tragen den Ball in kleinen Phasen immer wieder nach vorne. Lenker Carlo Schmidt ist am Ball. Jetzt der weit öffnende Pass von Armstrong über Hemstra, Buckmann, Jordan. Und dieser wird von keinem RGH-Verteidiger gestoppt. Doch da ist Hocke. Ein heftiger Zusammenprall. Doch Jordan rappelt sich wieder auf und findet den Weg ins RGH-Mahlfeld. Peter Jordan und sein 14. Saisonversuch. Es ist die wohl stärkste Bundesliga-Saison des 32-jährigen Südafrikaners. Hier sehen wir Hocke, wie er herbeieilt. Ein mächtiger Zusammenstoß, doch Jordan lässt sich nicht beirren und findet den Weg ins Mahlfeld der Rudergesellschaft Heidelberg. Hier haben wir die Aktion von Hocke und Jordan nochmal in der vergrößerten Zeitlupe. Ein mächtiger Zusammenprall, allerdings ein Bodycheck von Hocke, der sich nicht hätte beschweren können, wenn die gute Schiedsrichterin Jundal ihn für diese Aktion vom Feld geschickt hätte. Jordan lässt sich nicht beirren, rappelt sich gleich wieder auf und findet den Weg ins Mahlfeld der RGH. Nach dieser Aktion von Jordan in der 56. Spielminute verliert die Partie etwas am Tempo. Die Akteure auf dem Feld sind sichtbar gezeichnet von den ersten harten 60 Spielminuten. Hier ist es nochmal die RGH, die mit einem Angriff versucht, den HAK zu überwinden. Schöner Rückhandpass von Weselek auf den unterstützenden Rohleder. Hocke am Ball. Güngör sieht die Lücke auf der kurzen Seite, bedient seinen 7. Nationalmannschaftskumpel Christopher Weselek, doch der kann von Neureuther ins Aus befördert werden. Inzwischen sind fast 80 Minuten gespielt. Der Heidelberger AK konnte einen weiteren Strafkick durch Thorsten Wiedemann erfolgreich verwandeln und wir haben einen Stand von 31:24. Die Stürmer des Heidelberger AK versuchen nun mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften ins Mahlfeld der Gäste vorzudringen. In mehreren Phasen wird behutsam vorbereitet, doch es gelingt nicht, eine Lücke in der kompakt stehenden RGH-Verteidigung zu finden. Der Ball wird nochmal geöffnet. Jimmy Keinhorst wird in Szene gesetzt, Neuzugang aus England. Die RGH kann den Ball erobern, doch Heimpel kann den Ball im eigenen Mahlfeld nicht kontrollieren, lässt den Ball fallen. Nochmal Gedränge für den Heidelberger Ruderclub. Güngör am Ball, wird von Ansgar Runau unsanft entfernt.
Jungdahl hat diesen Regelverstoß gesehen, schickt den jungen Düsseldorfer in der 80. Spielminute mit Gelb vom Feld. Und für die RG Heidelberg ist es nur noch ein Standardprogramm, diesen Ball ins Aus zu befördern. Die RG Heidelberg gewinnt ihr Heimspiel gegen den Heidelberger AK mit 31 zu 24.